Also es wird ein großer Abend mit tollen Preisträgern. Wir haben Helmut Schmidt, wir haben Tom Bensko, der hat das Lied gesungen, Mal kurz die Welt retten. Wir haben Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Lady Gaga. Wir haben deutsche Schauspieler auf der Bühne, von denen wir noch nicht wissen, wer den Bambi bekommt. Und Rick O'Berry, das ist weltweit der wichtigste Delfinschützer. Der Bambi ist deshalb so wichtig für Deutschland, weil es der wichtigste Medienpreis ist, ein Preis, der von Journalisten vergeben wird. Und das macht seine große Strahlkraft aus, das macht seine Bedeutung aus. Und es gibt innerhalb Europas kein vergleichbares Format, keinen Preis, der annähernd so bedeutend ist wie Bambi, mit einer so hohen Reichweite, mit so tollen Gästen und vor allem auch mit der hohen journalistischen Relevanz. Das Album kam, glaube ich, vor nicht mal einem halben Jahr raus und jetzt schon Bambi zu bekommen, das ist sehr abgefahren. Dementsprechend freue ich mich natürlich exorbitant. Bambi ist also der wichtigste deutsche Medienpreis und er ist eine Würdigung von Helden unserer Zeit. Für also Menschen, die uns das ganze Jahr über bezaubert haben, die uns inspiriert haben und beeindruckt. Für Menschen, die Außerordentliches geleistet haben, manche, die im Stillen wirken und andere, die uns großartige Unterhaltung geschenkt haben. In diesem Jahr setzen wir sehr stark auf Social Media. Das heißt, wir haben einen Livestream auf Facebook, wir voten über Facebook, wir haben viele Follower bei Twitter. Wir haben insgesamt eine ganz hohe, sehr, sehr hohe Reichweite und Akzeptanz in der digitalen Welt. Und das ist für uns wichtig. Wir haben versucht, so zwei, drei Sachen durchzuziehen, von vorne bis hinten. Wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass die Preisträger des Bambis, die Legenden des Bambis, die Gastgeber sind für die heutigen Gäste. Und deswegen begleiten die Gäste auch schon, wenn sie reinkommen. Wir haben versucht, alles wie so ein Schmuckkästchen in eine Farbe zu tauchen. Ich bin erst sehr froh, wenn es vorbei ist. Ich freue mich aber auch, wenn es losgeht. Alles dazwischen möchte ich mir gar nicht vorstellen.